Ich bin HIV-positiv, aber das muss glücklicherweise kein Todesurteil mehr sein, weil es mittlerweile gute Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und genau darüber sprechen wir heute. Hi, ich bin Marcel und in dieser Reihe HIV-positiv berichte ich chronologisch aus meinem Alltag mit dem HIV-Virus. Und heute geht es um ein Thema, das mit Abstand am meisten nachgefragt wird, nämlich meine Behandlung. Das heißt, wir gucken uns mal an, wie sieht das mit Arztbesuchen aus, was macht HIV eigentlich im Körper, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Aber keine Angst, ich werde einen Rundumschlag machen, wir werden nicht zu medizinisch sein, sondern es geht wirklich um die Basics sozusagen und ich werde auch versuchen, das Ganze in leichter und verständlicher Sprache auszudrücken. Nach meiner Diagnose bin ich relativ schnell zu einem speziellen Arzt für HIV gegangen. Das sollte man auch tun, denn es ist wichtig, relativ früh zu checken, wie sieht das Immunsystem aus, in welchem Stadium befindet man sich, um dann auch handeln zu können. Und HIV ist eine komplizierte Infektion. Das heißt, da müssen wirklich Spezialisten ran, wie ich gerade schon sagte. Und die nennt man in der Fachsprache HIV-Schwerpunktärzte. Das sind Ärzte, die quasi ja besonders sich damit auseinandergesetzt haben, wie wirkt HIV im Körper, wie wirken die Medikamente im Körper, die gut einschätzen können, wann man mit der Therapie anfängt, welches Medikament man gibt. Also alles rund um das Virus, die kennen sich damit sehr, sehr gut aus und können dann auch am besten mit dem Patienten zusammen natürlich entscheiden, wann man wie welche Behandlung beginnt und beobachten dann auch ganz genau, wie diese Behandlung wirkt. Bei mir ist der HIV-Schwerpunktarzt mittlerweile gleichzeitig auch mein Hausarzt. Das gibt es, aber nicht immer und überall. Oft gehen Leute auch zum Beispiel in eine Ambulanz im Krankenhaus. Da gibt es so bestimmte HIV-Schwerpunktambulanzen, wo man hingehen kann. Oder aber sie haben Hausarzt und Schwerpunktarzt getrennt voneinander. Das kommt ganz darauf an, wo man auch lebt und wie die Versorgungsstruktur dort aussieht, weil nicht überall gibt es Hausärzte, die gleichzeitig Schwerpunktärzte sind zum Beispiel. Und bei mir war es so, als ich zum ersten Mal bei diesem Arzt war, hat er mich natürlich generell darüber aufgeklärt, wie das Leben mit HIV aussieht und aussehen kann, auch mit der Behandlung. Aber mir wurde auch zum ersten Mal Blut abgenommen und die Laborwerte wurden gecheckt. Und dabei sind speziell zwei Werte besonders wichtig, wenn es um HIV geht, nämlich die Helferzellen und die Viruslast. Man kann sich das ziemlich leicht merken. Helferzellen sind die guten, Viruslast ist das schlechte. Und da gibt es so eine kleine Eselsbrücke. Helferzellen helfen. Viruslast ist eine Last, je nachdem, wie groß sie ist. So merke ich mir das zumindest immer oder habe es mir am Anfang gemerkt. Mittlerweile ist es natürlich Routine. Und hier ist wichtig zu sagen, wenn HIV nicht behandelt wird, dann steigt diese Viruslast, das Schlechte, steigt immer weiter an. Der Virus verbreitet sich immer weiter im Körper und zerstört die Helferzellen, die wichtig sind, um ein gesundes Immunsystem zu haben. Denn jeder Mensch, auch ihr als Leute, die halt HIV-negativ sind, hat diese Helferzellen in sich, die sorgen einfach dafür, dass das Immunsystem läuft, die helfen euch irgendwie gut durchs Leben zu kommen. Und wenn die zerstört werden, ist das natürlich schlecht. Und genau das tut die Viruslast. Sie zerstört, also das Virus zerstört quasi diese Helferzellen. Und irgendwann sind so wenig da, dass das Immunsystem leider sehr schlecht oder gar nicht mehr funktioniert. Und dann bricht die Krankheit AIDS aus. Und an dieser Stelle ist nochmal wichtig zu sagen, HIV ist nicht gleich AIDS, sondern HIV ist die Infektion, die man in sich trägt, das Virus, das man in sich trägt. Und AIDS ist eine Krankheit, die am Ende steht, wenn das Immunsystem nicht mehr funktioniert, ein Krankheitsbild. Was genau das bedeutet, habe ich euch mal unten in die Videobeschreibung ganz, ganz am Ende verlinkt. Und natürlich stand bei mir auch irgendwann die Frage im Raum, wann wir mit der Therapie beginnen. 2009, als ich meine HIV-Diagnose bekommen habe, war es noch so, dass man ab 350 Helferzellen, also wenn die Linie 350 Helferzellen erreicht war oder unterschritten war, dass man dann angefangen hat, darüber nachzudenken. Heutzutage sagt man aber eigentlich, dass man so früh wie möglich beginnt, weil Studien gezeigt haben, dass das besser ist. Dennoch sollte es so sein, und es wird bei einem guten Arzt auch so sein, dass man das gemeinsam entscheidet. Und ihr könnt euch vorstellen, und ich kann es aus eigener Erfahrung berichten, es ist natürlich auch eine Kopfsache. Es ist nicht so einfach zu entscheiden, ich nehme ab jetzt für mein Leben lang ein Medikament, sondern das will gut überlegt sein. Da muss man sich vielleicht auch erstmal gefühlsmäßig drauf einstellen. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass der Arzt einem Vorteile erklärt, wenn man anfängt und dass er auch sagt, hör mal, so sieht dein Immunsystem aus und jetzt sollten wir echt mal drüber nachdenken, denn der Arzt ist der Experte, das kann ich als Patient gar nicht wissen. Bei mir haben wir dann nicht sofort angefangen, eine Behandlung zu starten, sondern ich habe noch etwas gewartet und musste dann alle 3 Monate zum Arzt gehen und alle 3 Monate wurde gecheckt, wie sieht mein Immunsystem aus. Das muss ich auch heute immer noch machen, das ist eigentlich Standard. Und nach 1,5 Jahren, also 2011, haben wir dann angefangen, weil meine Werte so langsam ausgesagt haben, man könnte mal beginnen, eine Therapie zu starten. Und ich habe damals 3 Tabletten am Tag genommen, allerdings alle 3 zu einem Zeitpunkt. 3 Tabletten fand ich ein bisschen viel.
Und mir wäre lieber gewesen, dass es nur eine ist. Und deswegen haben wir auch irgendwann umgestellt. Und heute nehme ich ein Medikament, wo wirklich nur eine Pille am Tag nötig ist. Die ist ein bisschen groß, wie man vielleicht auch sehen kann. Allerdings ist es für mich einfacher. Ich mag das mehr als drei auf einmal zu nehmen. Und es hat auch noch andere Vorteile. Ich werde immer wieder gefragt, wie das mit Nebenwirkungen aussieht. Und ich muss sagen, am Anfang hatte ich, als ich meine erste Therapie begonnen habe und auch als ich die Umstellung hatte zu dem neuen Medikament, ziemlich starke Nebenwirkungen, nämlich Durchfall, Übelkeit, Bauchschmerzen. Man sollte sich am besten gar nicht diesen riesigen Beipackzettel durchlesen, denn da stehen natürlich immer alle Dinge drauf, die irgendwann mal bei irgendwem aufgetreten sind. Und für mich ist auch wichtiger, drauf zu gucken, was passiert langfristig. Und langfristig habe ich keine Nebenwirkungen. Das heißt, ich spüre eigentlich nichts. Ich glaube, es ist völlig normal, dass ein Körper am Anfang darauf reagiert, dass er auch sehr stark darauf reagiert, weil da von außen Chemie zugeführt wird. Das darf man nicht vergessen. Aber für mich war wichtig, langfristig kann ich gut damit leben und auch meinen Alltag gut gestalten. Und das ist auch der Fall. Generell muss man auch sagen, dass wenn Nebenwirkungen auftreten oder die Medikamente nicht mehr funktionieren, die Möglichkeit besteht zu wechseln. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele HIV-Medikamente. Es gibt auch verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Und man hat immer die Möglichkeit, wenn es nicht so gut läuft, auf was anderes auszuweichen. Natürlich ist es toll, wenn es so top läuft, dass man lange mit einem Medikament leben kann oder auch mit einer Kombination. Das ist natürlich super. Aber es ist jetzt erstmal auch kein Drama, wenn das nicht funktioniert. Also es ist wirklich selten so, dass gar nichts mehr geht. Jeder Körper reagiert individuell. Die Therapie, die ich nehme, das kann sein, dass das bei anderen nicht so toll wirkt. Ich wiederum kann vielleicht Medikamente von anderen nehmen und dann wirkt es bei mir nicht so toll. Also deswegen ist individuell wichtig zu gucken und auch zum Arzt zu gehen, wie wirkt sich das im Körper aus, wie wirkt sich das aber auch an Nebenwirkungen aus und dann gemeinsam zu entscheiden, welche Therapie macht man und gegebenenfalls auch zu wechseln, denn das geht. Da ich nicht zu medizinisch werden wollte, sagen wir einfach mal, dass die Medikamente so im Körper wirken, dass die Viruslast, also die schlechten, bekämpft werden und nach unten gedrückt werden. Und wenn die Viruslast weniger wird, weniger Virus im Blut ist, dann können die natürlich auch schlechter die Helferzellen angreifen und die Helferzellen können sich, je weniger Virus vorhanden ist, besser ausbreiten, weiter ausbreiten und das Immunsystem wieder ganz, ganz toll stärken. Das bedeutet, Viruslast wird nach unten gedrückt, Helferzellen steigen im besten Fall an. Und wenn man die Viruslast nicht mehr messen kann, auch das ist möglich. Das heißt, irgendwann ist es so, HIV ist zwar immer noch im Körper, es ist nicht heilbar, aber man kann es nicht mehr nachweisen. Dann ist es sogar so, dass man das Virus nicht weitergeben kann. Es gibt ja sowieso im Alltag viele Dinge, die nicht gefährlich sind, sich anzufassen oder aus demselben Glas zu trinken oder auch zu knutschen. Das kann man alles machen, da gibt es keine Infektionsmöglichkeit. Und dann gibt es halt sowas wie Sexualität zum Beispiel oder auch Blutkontakt, wo es schon ein Risiko gibt, wenn die Viruslast hoch ist. Aber je niedriger sie ist, desto niedriger ist auch das Risiko. Und wenn sie unter der Nachweisgrenze ist, kann ich das Virus nicht weitergeben. Ich verlinke euch alle Infos dazu auch nochmal für die, die sich näher informieren wollen, in der Infobox ganz, ganz unten. Und ich finde, das ist ein super Effekt. Ich werde deswegen auch nochmal ein Video dazu machen. Denn natürlich ist es so, in allererster Linie nehme ich meine Therapie für mich. Es ist wichtig, dass ich gesund bleibe und deswegen ist das mein Ansporn. Und das bleibe ich auch, dass ich ein gutes, gesundes, langes Leben führen kann. Das ist das Wichtigste für mich. Aber ich finde gleichzeitig auch, dass es ein, sagen wir mal, toller Nebeneffekt ist, dass ich das Virus nicht weitergeben kann. Das ist einfach bahnbrechend. Das heißt, ich muss mir keine großen Gedanken darum machen, dass ich irgendwie jemanden infizieren könnte, denn meine Viruslast ist unter der Nachweisgrenze und das befreit mich. Das sorgt bei mir für ein gutes, befreiendes Gefühl. Wie ihr seht, es hat sich einiges in Sachen HIV verändert. Früher musste man noch sehr, sehr viele Pillen nehmen, auch über den Tag verteilt, musste vielleicht sogar bestimmte Mahlzeiten dazu essen, damit der Körper nicht zu stark darauf reagiert. Und heute ist das Ganze oft mit einer Pille und mit wenigen oder gar keinen Nebenwirkungen verbunden. Das ist ein großer Fortschritt. Also man kann eigentlich sagen, mit HIV kann man gut und lange leben, medizinisch gesehen. Und gleichzeitig ist mir wichtig zu sagen, dass es gesellschaftlich halt oft immer noch ein Flop ist. Also medizinisch top, gesellschaftlich Flop. Denn viele Leute wissen das nicht, viele Leute grenzen einen immer noch aus. Man hat mit Stigmatisierung, mit Diskriminierung zu tun. Also wenn ich sage, mit HIV kann man gut leben, dann meine ich das medizinisch gesehen. Aber ich weiß auch ganz genau, dass es noch ganz viele andere Hürden gibt, auf die man trifft, die gesellschaftlich bedingt sind und die halt absolut nicht toll sind. Und mir ist auch immer wieder wichtig zu sagen, dass das Ganze halt hier in Deutschland so ist. Das heißt, wir haben eine gute Krankenversicherung, die Medikamente werden bezahlt. Man bekommt die Medikamente sehr einfach und sehr niedrigschwellig. Aber es gibt weltweit einen großen Unterschied. Es gibt viele Leute, die eben keinen Zugang zu Medikamenten haben, die immer noch an AIDS sterben müssen, weil sie die Medikamente nicht bekommen.
oder auch weil sie keine guten Medikamente bekommen. Und auch hier in Deutschland ist es möglich, dass Leute an AIDS erkranken, weil sie nicht behandelt werden. Das betrifft besonders Leute, die keine Papiere haben, also zum Beispiel Asylbewerber, die einfach keine Krankenversicherung haben und nicht behandelt werden. Ich finde, das geht nicht. Also Gesundheit ist ein Menschenrecht und auch wenn man darüber diskutieren kann, wie viel Menschen bekommen oder wie auch immer, es gibt Dinge, über die kann man oder sollte man nicht verhandeln und dazu gehört für mich Gesundheit. Man sollte oder wir sollten als ein Land wie Deutschland, das sehr reich ist, keinen Menschen sterben lassen, egal ob er hier geboren ist oder nicht, egal wie seine Herkunft aussieht oder wie auch immer. Das muss nicht sein und das ist einfach menschenunwürdig. Und gleichzeitig ist es auch so, dass leider viele Leute, die hier leben, die hier geboren sind, an AIDS erkranken, weil sie eben keinen Test machen. Und das ist das, was ich immer sage. Um diese Behandlung zu bekommen, muss man diesen Test machen. Es ist besser zu wissen, dass man HIV-positiv ist, als es nicht zu wissen, denn nur so kann man sich behandeln lassen. Und dann möchte ich noch kurz eine Zukunftsperspektive einnehmen. Es gibt Forschungen, dass man zum Beispiel mit Spritzen arbeitet, dass man nur alle 3 Monate eine Spritze bekommen muss, was natürlich das Ganze nochmal vereinfachen würde. Aber da sind wir jetzt noch nicht so weit, dass das vor der Tür steht. Ich denke, das wird irgendwann möglich sein, was natürlich nochmal eine ganz, ganz tolle Entwicklung wäre. Und ich glaube, dass das vielen, vielen Menschen das Leben vereinfachen würde, wenn wir da noch sehr viele Schritte weiterkommen, auch wenn wir schon sehr, sehr viel erreicht haben und ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür bin, dass ich heute mit HIV lebe und nicht vor vielen, vielen Jahren, wo ich definitiv daran gestorben wäre, weil es keine Behandlungsmöglichkeiten gab. Zusammengefasst kann man also sagen, man kann gut mit HIV leben durch die Behandlung, wenn man Zugang zu dieser Behandlung hat, das ist ganz wichtig. Ich merke persönlich nicht viel, es ist heute mit relativ wenigen Nebenwirkungen verbunden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Therapien zu wechseln, wenn man starke Nebenwirkungen hat, wenn eine Therapie nicht wirkt. Und gleichzeitig freue ich mich darauf, was in der Zukunft kommt und besonders darüber, dass ich andere nicht infizieren kann. Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr vielleicht sogar was durch das Video gelernt habt, dann gebt ihm doch einen Daumen hoch. Lasst mich auch gerne in den Kommentaren wissen, was euch rund ums Leben mit HIV interessieren würde, damit ich wirklich Videos machen kann, die ihr auch sehen wollt. Und ansonsten könnt ihr jetzt thematisch passende Videos schauen, die ich verlinkt habe oder ihr abonniert mich, dann sehen wir uns nächstes Mal. Denn ich bin raus für heute, verabschiede mich und sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen.